Hey und willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es. Heute zu einem neuen Projekt und zwar wir spielen 7 Days to Die. Wie ihr schon seht. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich jetzt alleine bin gerade. Flammy wird wahrscheinlich auch dazu stoßen im Laufe der nächsten Folgen. Und was ich auch noch gleich dazu sagen möchte. Das Game ist halt, das weiß ich gleich so. Weil ich einfach der Meinung bin, ich möchte mich schon nichts zwingen auf YouTube zu keinem Video, so wenn ich jetzt sage, ich mache mir jetzt da, da muss ich ein Video aufnehmen, gerade im Moment, möchte ich nicht. Deswegen habe ich beschlossen, das Video, ja, die Videos kommen so, in dem Moment, da, zumindest 7 Days kommt so, wie ich Lust habe, gerade einfach im Moment. Also, die werden mich auch nur auf meinem Video kommen, nicht bei Flammy. Das heißt, wenn ich jetzt Lust auf ein Video habe, nehme ich mir das auf und dann kommt es halt irgendwann mal zwischendurch, kommen auch immer wieder welche Videos, welche einfach die Voraussetzungen sind. Was mir gefällt, mache ich auch und ich möchte mich halt nicht zu irgendwas zwingen. Verstehst? Steht die Leute? Deswegen lassen wir es losgehen. Oh, den falschen Block. Gehen jetzt mal leider da lang. Oh, Baumwolle. Geh mal Baumwolle her. Bin ich jetzt immer noch im bösen Gebiet? Egal, wieso habe ich das Gefühl, dass da ein Bunker unten ist? Nicht mal hier auf dem Dorfladen. Oh, Medizin! Oh, ein Bauchflamm. Geil! Und nebenbei, falls ihr es wissen wollt, Verfall der Map ist aus, weil ich einfach der Meinung bin, dass ich die Map auch länger haben möchte, nicht dass die irgendwann mal kaputt ist, im Arsch ist, weil ich mir dachte, ja, wir müssen es einstellen, dass die Welt nach einer Zeit kaputt geht. Deswegen. Ja, und wie gesagt, die Folgen kommen dann, wann ich möchte. Aber trotzdem könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was man vielleicht machen könnte in dem Game. Darüber würde ich mich halt schon freuen, über Ideen und Vorschläge. So. Da ist jetzt Müll. Was war das? Ich will ja nur nicht nisten gehört im Moment. Einfach mal laufen. Warum schon erst rum? Ich hab meine wirklich in einem fucking großen Siedlung. Jetzt. Stein. Hallo. Mach das mal. Ja, so, danke. Genau. Digga, da kommt mein Johnny! Steinpfeile. Glaube ich hoffentlich nur der da vorne. So. Jetzt bauen wir da jetzt mal genug Pfeile auf. Wir bauen trotzdem noch den restlichen Bau ab. Damit wir einfach das Holz komplett bekommen. So, und jetzt drauf da! Wo ist denn der hin jetzt? Da ist er! Peter! Peter, warum willst du mich essen? Oh. Die Eimer verkackt. Eigentlich sehen wir jetzt halt in Art. Es ist wie in der Richtung wie Minecraft. Aber ich finde, es ist irgendwie auch hart auf etwas Cooleres als Minecraft. Du hast viel mehr Möglichkeiten. Also. Hier kannst du durch Beine und alles brechen, kannst geilere Sachen bauen, leveln. Einfach solche Sachen, das finde ich halt cool. Minecraft ist halt auch was, ich würde sagen, das ist, ja, das ist halt so wie Minecraft, aber nur für ein älteres Klientel. Sicher, Minecraft kann man auch irgendwie in Einstellungen. 7 Days ist halt eher nichts für kleinere, weil es halt doch ein gewissen Sein brutal ist. Ich brauche Eier und Fäden und Federn. Ich brauche alles. Da ist mein nix Opfer. Digga, triff doch! Triff doch! Ach, Digga. Das
Das meine ich mit Brutalität, dem Game hier. Das Game ab und zu sehr brutal sein kann. Wollt ihr noch was Lustiges sehen, was doch noch geht? Komm. Komm, es reagiert doch! Gut, das Game hat jetzt auch kurz ein neues Update, also einiges Neues sein, was ich nicht weiß. Ich kauf ab. Am lustigsten ist halt auch der Taxi. Am Taxi ist am lustigsten, muss ich sagen. Viel Gestetzel gegen Zombies und viele Zombies. Ja, viele Zombies. Das ist der Blutmond. Deswegen heißt das Game ja auch 7 Days to Die. 7 Tage um sterben. Am siebten Tag kommen immer. Jetzt kommen immer eine ganze Horde Zombies, die sich alle töten wollen. Oder um es nett auszudrücken, die wollen alle. Sehr liebe sein, damit sie dich kuscheln können, mit dir was essen können oder vielleicht am besten sogar dich essen können. Ja, das Game hier ist leicht brutal, minimal aber nur. Ja, woher sieht mich der jetzt schon wieder? Das Ding ist, Seven Days ist auch teilweise noch irgendwie so ein fucking Horror-Game. Weil bei manchen sind der Typ einfach der, das entgegenspringt oder außen rausspringt. Nein! Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Weil irgendwelche Zombies denken, sie wären hier, wäre so ein perfekter. Och, Digga! Also, was gibt's natürlich auch schon Schlangen? Irgendwas zu Toiletten hocken und sich denken, sie müssen nicht töten. Ja, es gibt auch. Aber lustiger, es gibt so viele fucking Mobs in dem Game hier. So. Komm, töte! Ah, jawohl, weg mit dir! Komm, wir hocken ruhig. Komm her! Kommt her, meine Freunde! Ach, er hockt sitzt irgendwo. Weg mit dir! Oh, jetzt ist der auch down. Ja. Pfeile. Ja, das sind dann so Momente, wo man sich dann so in dem Game denkt, ach nee, gar keinen Bock drauf. Weil die wirklich aus jeder Ecke gekrochen kommen und ich so. Komm weg da! Hey Johnny! So. Ja, ich muss doch mal treffen, ne? Doch, hey, hier, es ist Headshot. Ach, Digga, Johnny. Der muss fallen, der große, dann der Rest ist mir gerade egal. Hopp.
Ups, war der falsche, aber auch gut. Gut, der Tode mal. Der nächste. Jawohl, die sind alle tot. Sie bezeichnen, jawohl, die sind alle tot, weil ich ganz falsch habe. Und jetzt dann im Kontext nicht versteht. Genau solche Momente, die wo ich mir denke so, nein. Gott. Wir sind da in dem. Oh Gott. Kann ich da irgendwas verarbeiten? Warte mal. Nicht. So, jetzt probiere ich, glaube ich, würde sagen, wir gehen da mal rein. Oh, ihr wollt mir jetzt hier keiner ist. Aber was? Willy? Willy? Da ist keiner. Egal. Bin mir nicht sicher, ob ich irgendwas falsch, oder? Mal sind in jedem verdammten Haus irgendwo welche in der Ecke, die was da rumchillen, so sagen sie, ja, hallo. Hier aber nicht? Euer Ernst? Irgendwie glaube ich das im Game nicht wirklich. Ich glaube im Game das minimal. War auch gut, dass ich den das nicht geklaut habe, weil. Komm, geh mir nicht auf die Nerven. Weil mir klar war, dass da noch einer huckt irgendwo. Okay. Ja, wenn ich. Hat schon beigekracht. Irgendwas eingekracht, oder? Aber nicht der Fall, dass da gerade irgendwas eingekracht ist. Oh, Öl. Öl, Öl, Öl. Öl, ich noch gerne. Was bringen die Scheinwerfer? Kann man hinterlegen. Das ist ein Fall. Hingehst, jetzt noch eine Mütze auf, kann ich da wieder was wegmachen. Genau das war jetzt so eine Sache, wo ich sag, scheiße. Problem ist, ich habe auch nicht mehr lange Zeit. Ich muss hier irgendwo mal Unterschlupf finden. Hört ihn! Wo sind die ganzen Idioten da oben? Irgendwo steht schon einer. Da drüben sind noch. Verdammt. So, jetzt erstmal hier meinen Außenposten gerne richten. Weil jetzt ist das Problem, jetzt laufen dann gleich die Idioten da rum. Er fragt dich, was das Problem dabei ist.
Es ist nicht geil, weil noch die Zombies hinterherlaufen nach. Das ist nicht so geil. Nein, gar nicht sogar. Deswegen baue ich mir jetzt hier ein kleines Lager auf. Ja. Habe ich jetzt gar kein Holz mehr? Oder wie darf ich dich jetzt verstehen? Verdammt, ich habe kein Holz mehr. Also ich würde sagen, nachher jetzt dann lange nicht an, jetzt nicht spannend, das passiert, sehen wir uns dann vielleicht am nächsten Tag wieder. Oder? Ich würde sagen, besser gesagt, ich melde mich vielleicht Nacht wieder, kommt dann noch was Spannendes passiert ist, wenn nicht, verabschiede ich mich jetzt nochmal von dem Video und sage bis dann. Ciao.